Der Preis eines Schultagebuchs beträgt 8 Euro und steigt jedes Schuljahr um 3%. Frage: Wie viel wird ein Tagebuch in 15 Jahren kosten? Da es sich hier um einen prozentualen Zuwachs handelt, können wir diese Situation modellieren mit der Formel der Zinseszinsen. Schreiben wir alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird das Startkapital 8 Euro. Da der Zinssatz bei 3% liegt, ist klein p gleich 3. Und die Anzahl Jahre ist 15, also klein n gleich 15. Was gefragt wird, ist das Kapital nach 15 Jahren. Wenn wir in dieser Formel C0 ersetzen durch 8, P ersetzen durch 3 und N ersetzen durch 15, so stoßen wir auf diese Rechnung. 1 plus 3 auf 100, das macht 1,03, also bleibt noch diese Rechnung übrig und die geben wir dem Taschenrechner ein, also 8 mal 1,03 hoch 15 ist, der Taschenrechner findet 12,46. Diese Antwort übertragen wir hierhin und vergessen nicht, sie in Euro auszudrücken. Also in 15 Jahren wird ein Tagebuch 12,46 Euro kosten. Und die Aufgabe ist schon beendet.